Hey Leute, willkommen zu meinem neuesten Tutorial. Heute zeige ich euch mal, wie ihr ganz einfach den Greenscreen aus euren Videos mit CapCut entfernen könnt. Egal, ob ihr Anfänger seid oder auch schon ein wenig Erfahrung habt. Dieses Tutorial ist genau das Richtige für euch. Was ist überhaupt ein Greenscreen? Ein Greenscreen ermöglicht es, den Hintergrund eines Videos zu ersetzen. So können wir ganz coole Effekte und Hintergründe hinzufügen, die Videos natürlich professioneller und interessanter machen. Das heißt aber nicht, dass wir hingehen und dass die Farbe generell grün sein muss. Sie kann auch zum Beispiel blau, rosa, gelb, sämtliche Farben haben. Es heißt nur Greenscreen, weil die meisten zum Beispiel auch einen grünen Hintergrund haben, ja, und den denn durchsichtig machen und durch eine Grafik zum Beispiel ersetzen. In diesem Tutorial gehen wir durch alle wichtigen Schritte. Wir importieren die Videos, hinzufügen Green Effects. Ich habe da zwei, drei Sachen auch vorbereitet. Dann anpassen und Feinabstimmungen, wie die Sachen miteinander arbeiten und wie man halt Animationen noch hinzufügen kann in diesem Greenscreen. Wenn ihr statt einem Greenscreen ein Logo einbinden möchtet, könnt ihr das gerne da in diesem Video sehen. So, jetzt gehen wir einfach mal hin und öffnen mal CapCut. So, als erstes gehen wir natürlich hin und öffnen oder importieren die Videos oder die Sachen, die wir jetzt benötigen. Wir benötigen erstmal unsere Videos. So, hier sind verschiedene Greenscreens drin, die ich gleich einbinden werde. Die brauchen wir schon mal. Dann benötigen wir natürlich auch unsere Videos. Vorlagen. Nehmen wir wieder Spider-Man und... Ach, Spider-Man reicht eigentlich. Wir nehmen erstmal nur den Spider-Man. Den ziehen wir hier runter in die Timeline. Das ist jetzt irgendein Video, also ihr habt natürlich andere Videos, die zieht ihr einfach rein, die ihr bearbeiten möchtet. Okay. Jetzt ziehen wir das alles ein bisschen auf, damit wir das ein bisschen besser sehen können. Okay. Hier fängt das Video an, setzen hier mal, sag mal nach einer Minute, möchte ich gerne einen Abonnier-Button drin haben. Den ziehen wir jetzt hier hin. Okay, alles was hier oben drüber ist, also wenn was abgespielt wird, wird das immer von oben nach unten abgespielt. Das heißt, der Greenscreen ist jetzt über das Video und verdeckt das Video dadurch. I'm gonna try a workaround. So. Work fast. Das wollen wir natürlich so nicht haben, das sieht ja scheiße aus. Jetzt gehen wir einfach hin und sagen, wir markieren die Bauchbinde, sagen ausschneiden, sagen Chroma Key. Und hier kann man über die Pinzette ist jetzt schon an, weil wenn ich hier drauf gehe, seht ihr direkt, dann nimmt ihr direkt das Grüne. Ja? Wenn man es ausmacht, passiert ja nichts. Okay, ich nehme den Grünen an. Und die Stärke soll 100% sein. Aber ihr seht, was unten passiert, blendet so ein bisschen durch. Ja? Also ich möchte eigentlich so 50%. Schatten. Passiert eigentlich nicht viel. Das heißt, hier oben rum, wenn man hinterher genau reinguckt in das Video, da sieht man eventuell so ein bisschen vom Schatten. Hier, das sind beides Pro-Sachen. Und man kann die Kanten hier noch weichzeichnen und noch bereinigen. Aber ich lasse es meistens auf 0. Das ist eigentlich meistens so okay. So, wie sieht das Video jetzt aus? Okay. Abonnieren. Abonniert. Ich weiß gar nicht, ist da jetzt schon Ton bei? I'm gonna try a workaround. Work fast. Okay. Diese habe ich mit CapCut gemacht.
Okay, das war jetzt eine einfache Bauchbinde, die reinfährt. Dieses Reinfahren ist nicht durch eine Animation gemacht, sondern die habe ich direkt bei CapCut gemacht. Ach, bei Canva. Diese Animation, dass er da reinfährt. Das kann man natürlich auch hier machen. Achso, hier haben wir nochmal ein Subscription. Den binden wir auch nochmal ganz kurz ein. Auch hier wieder von oben nach unten wird es abgespielt, deswegen überdeckt. Jetzt gehen wir hin und machen den Chroma Key wieder an. Gehen auf die Farbe. Okay. Wenn wir das jetzt abspielen lassen. Yeah, same here. Hey Genki? I know. The whole city's telecom network is down. Okay, auch hier, das ist wieder bei Canva erstellt. Aber man sieht so ein bisschen diesen grünen Stich. Hier blendet er komplett durch. Das heißt, wir gehen ein bisschen runter. So, jetzt haben wir das. Aber ich möchte das natürlich nicht gerne hier in dem vollen Bild haben. Ich möchte das natürlich nicht als volles Bild haben, hier oben drüber. Deswegen können wir hier oben an die Ecke gehen und das noch dementsprechend schneiden. Wenn wir auf einfach gehen, haben wir natürlich hier oben wieder diese ganze Bearbeitungssachen oder Bearbeitungsmöglichkeiten. Wir gehen einfach mal hin und, also ich gehe meistens hin, sage das hier auf 40% und ziehe das denn dementsprechend hier runter. Jetzt normalerweise, wenn hier Schrift eingeblendet wird, ist es eigentlich darunter, aber ich kontrolliere das immer noch mal, ob da irgendwas kommt, was eventuell überblendet wird. Okay. So, jetzt spielen wir das nochmal ab. Hey Genki? I know. The whole city's telecom network is down. So. Ihr könnt das natürlich überall hinsetzen, wohin ihr möchtet. Ja. Also ich kann das hier überall verschieben. Ich kann es halt groß und klein machen. So. Das sieht natürlich denn nicht so prickelnd aus. Hey Genki? I know. The whole city's telecom network is. Okay, das haben wir auch. Das heißt, einmal hier unten mit dieser Bauchbinde. Mit der Bauchbinde, das können wir natürlich auch verschieben. Aber es macht natürlich keinen Sinn. Ja, okay, man könnte es vielleicht hier oben nochmal hinsetzen. Nehmen wir es groß. Und jetzt setze ich es hier oben hin auf die Ecke. Und dann wird es da oben halt eingeblendet. Hold on a sec, Miles. Auch nicht so prickelnd. Okay. Dann habe ich bei Canva noch einen Finger gebastelt. Also man kann den hier komplett, weil es ein Foto ist. Das hier ist eine MP4 und das ist halt ein PNG. Wenn ich das hier, das kann ich halt über das ganze Video laufen lassen. Macht nicht ganz so viel Sinn mit dem grünen Bildschirm. Okay, dann gehen wir wieder auf Ausschneiden. Chroma Key und setzen den Chroma Key. Dann können wir den klein machen. So, der ist natürlich sehr lang. Ich möchte aber an irgendeiner Szene. So. Okay, so nach dem Motto, du bist dran. Muss man mal eben gucken. Da springt er ab. Okay. Wir gehen jetzt einfach hin und setzen einen Effekt, eine Animation da drauf. Am besten irgendwas, was nach vorne kommt. Nochmal, das sieht doch gut aus. So, die Zeit steht jetzt auf 0,5 und wir setzen die mal auf, ich sag mal 10 Sekunden. Einfach mal gucken, was passiert. Gut, bei 10 Sekunden muss natürlich auch das hier dementsprechend sein.
je kürzer das hier ist, je weniger kann man natürlich auch hier, also über den Bereich einstellen. Jetzt gehen wir hin und lassen das nochmal abspielen. Ah, da kommt die nach vorne. Marco, what got into you? Jetzt bleibt sie natürlich zu lange drin. There they are. Jetzt sind die Zeit noch 5 Sekunden. Na. You okay? Kommst du nach vorne? What a mess. Und dann setzen wir einen weggehenden Effekt. Ja, wie ihr seht, sind hier ganz viele Sachen. Sobald man hier mit der Maus drüber hobert, dann sieht man halt, was für ein Effekt oder was für eine Animation darüber gespielt wird. Das setzen wir auch auf 5 Sekunden. So, jetzt verschieben wir die Sachen ein bisschen. Dass das Ding nur. Unten. Ja, hier ist ein ganz kleiner. Hier bleibt das ein. Ich gucke stehen und geht dann wieder in den anderen Bereich rein. Also ins Ausblenden. Okay. Jetzt kommt's rein. Und jetzt geht's wieder raus. Und verschwindet. Ja. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So, und dann kann man halt hier dementsprechend, wenn das jetzt hier anfängt mit dem Daumen und er springt los, dass man da zum Beispiel einen Text einfügt. Aber das machen wir im nächsten Tutorial. Okay, jetzt wisst ihr eigentlich schon, wie das geht mit den Greenscreen. Das funktioniert ja eigentlich mit allen Greenscreen. Das heißt aber Greenscreen. Man kann den halt in grün machen, den Hintergrund, blau, orange, gelb, ja. Egal, was im Hintergrund ist, ihr geht dann einfach auf den Picker und geht in das Bild rein, welche Farbe ihr durchsichtig haben möchtet. Und das war's dann eigentlich auch schon. Wenn euch dieses Video gefällt und ihr mehr über Videobearbeitung und andere ganz coole Themen lernen wollt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke für regelmäßige Updates. Habt ihr bestimmte Fragen zu CapCut? Dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Helfe dann so gut es geht, sonst mache ich auch gerne ein Tutorial dafür. Okay, vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.